willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Die ganzen Jungs sind in Berlin, Willi ist da, Roth ist da, glaube ich. Zumindest jetzt noch, dann Eldos und so weiter, Daniel, kommen alle möglichen kommen. Ich werde euch einen kleinen Vlog machen über die Tage, über Silvester, alles drum und dran. Ihr seht, oder beziehungsweise vielleicht seht ihr es nicht, vielleicht seht ihr es, ich filme mit einer anderen Kamera das erste Mal. Und dazu kommen wir jetzt. So Leute, bevor das Video losgeht, möchte ich euch einmal die Kamera vorstellen, mit der ich das Video heute aufnehme. Und zwar ist es die hier, die Canon PowerShot V10. Und zwar ist es eine Vlogging-Kamera, die mir Canon zur Verfügung gestellt hat. Eine All-in-One-Vlogging-Kamera, hat viele coole Funktionen. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Ja, und zwar hat sie einen Bildschirm, den man flippen kann. Also man kann sich hier einmal sehen, wenn man so hält. Wenn man so hält, klappst du das Ding um, kannst du dich hier sehen. Außerdem hat sie direkt einen integrierten Standfuß. Das heißt, ihr könnt die aufstellen, wo ihr wollt, wenn ihr euch mal selber irgendwie filmen wollt, ohne das Ding zu halten. Und außerdem kann sie in hochwertigen 4K und UAD aufnehmen. Es ist, also ihr seht ja, es ist relativ klein. Ihr könnt es easy in eure Hosentasche machen zum Bloggen. Ich werde das Ganze mal ausprobieren. Könnt ihr mal Feedback da lassen, wie es ist, mit so einer richtigen Cam und nicht mit Handy mal zu filmen. Ja, und wenn es euch gefällt, könnt ihr diese Kamera gerne kaufen, denn bis zum 15. Januar gibt es noch eine Cashback-Aktion bei ausgewählten Händlern. Das heißt, wenn ihr diese Kamera kauft, kriegt ihr bis zum 15. Januar 50 Euro zurück, einfach auf euer Bankkonto. Coole Aktion eigentlich. Und ich würde sagen, ich laber jetzt nicht mehr so viel rum. Das Video startet jetzt. Let's go. So, ich befinde mich jetzt auf dem Weg zu Sydney. Da sind, glaube ich, jetzt noch gerade Willi und Roth, weil die gestern diesen Stream mit Eli hatten. Wir sprechen kurz ein paar Sachen auch wegen Silvester. Dann denke ich mal, gehen wir noch irgendwas frühstücken, wenn es im Zeitplan passt. Und ich würde sagen, let's go. So, meine Freunde, Live-Knackser. Arme nacken. So, locker, locker, locker. Du atmest tief ein und aus. Fein, 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 fein. Tschüss. So, guckt euch die Botten von Roth an. Damn, boah, he's sick! Cartoon-Ass-Boots, Goofy-Boots. Hackfleisch hast du eine Zwacker. Ja, ich schwöre, ja. Wir müssen essen. Es gibt wieder Minimen. Circa 40 Leuten, 50 Leuten. Perfekte Mitte. Ah, ich nehme mich auch nicht. Ich hätte jetzt mit 5000 Euro gerechnet. Essen da. Zack, zack. Deine Fresse. Sag den, Jungs. Rohr stuck hier drin. Den Trinksporten. Ey, Jungs. Ey, mach mal deine Füße nach links. Er ist verknotet einfach. Warte, mach mal. Ja, was? Mach mal deine Füße nach links. Yeah, yeah. Hey Jungs, bin gleich wieder da. Wir sind LFDY. Mach nochmal. Was kommt mir nicht auf die Kamera? Wir sind bei LFDY auf jeden Fall, weil Willi. Weil Willi mit Cater gut ist. Oh mein Gott. Hörst du? Wenn die Cater gut ist und der lässt ein paar Sachen mitgehen auf korrekt. Cater AB, well, Soldat, General. Ja, Roth hat nicht erkannt. Ey, ich glaube, das ist Lahain. Von dem Film da. Kennst du Lahain? Aber nach was sieht es aus? Nicht nach Perry. Guck mal, siehst du den Whiteboy haben? Was ist der? Das bist du. Ich hab's drauf. Schuhe, der tanzt. Hier, wir sind hier bei Balenciaga mit Roth, Digga. Die Schuhe, die da hinten stehen, die hat er schon an. Hallo, lass ihn rein. Wir sind jetzt hier in der Warteschlange. Der ist Lifestyle-YouTuber, also bei dem spielt Geld gar keine Rolle. Nein, das ist Quatsch, was der sagt. Willi sagt, das ist hier Roth, das ist wie Senka, dass wir hier draußen warten. Der sagt einfach, ey, die wollte ich Roth, Eli anziehen. Die sind doch, Bruder, die musst du rocken, ohne Spaß. Ich schwöre, die sind nicht schlecht, ne? Nein, also meinst du es nicht so? Doch, Bruder, du bist... Wenn das einer von Mann, die denken, alles, was Balenciaga ist, würde ich tragen. Sei ehrlich, würdest du die rocken? Nee, nicht die. So eins hältst du dieselben, die du anhast? Nein, oder die. Kannst du die bitte mal anprobieren, wenn die geil sind, hol ich sie dir. Ja, okay, dann verkaufe ich dir dann wieder. Ja, so nicht. Boah, was sagst du? Schöne Springerstiefel, Junge. Guck mal, die sind cool. Ich finde die wirklich cool. Mann, was willst du denn schon wieder? Warum musst du die mal treffen? Digga, hä? Die hier, Roth. Ich sag, das ist nicht so, dass ich das mag. Boah. Das sind richtig geile Botten, Alter. Ich sage, die oder die Roth. Die sind schon das letzte Mal. Nein. Oh, shit. Oder du findest, was du noch nicht hast. Ne? Der Balli-Don schlägt wieder zu. Sieht aus wie Asics. Warte, sie laufen wieder vor. Aber nicht so schief. Digga, und guck's dir an. Die liegt immer noch hier drauf. Banane. Ja. Und ich weiß, wer sie raufgemacht hat. Das ist verrückt. Warst du nicht?
Wallernheit. Offiziell Willi und Roat wollten hier um 14 Uhr den Zug nehmen. Jetzt ist es, warte. Ja, es 18 Uhr. Uhr und den nächsten schaffen die auch nicht. Das heißt, also 18.12 Uhr schaffen wir nicht. Ja, okay. Das heißt 19.04 Uhr und wir können auch was essen. Von 19.04 Uhr werden wir auch nicht kriegen, weil wir so lange essen. Nein, sure, wir haben Zeit. Ja, aber wir müssen ja nicht übertreiben. Maybe Currywurst ist 36. Mit Schwein? Mit Darm oder ohne? Mit Schwein? Darm. Das ist mein Eigentor. Der Essen, ich glaube, ich bin der Einzige, der hier, noch, der hier keinen Hunger hat. Beziehungsweise ich habe auch keinen Hunger. Echt? Ja. Nicht krass. Keine Ahnung. Ja, ja. Oh, Achtung, Roat. Roat muss rein. Roat muss rein. Das ist verrückt. Edis, bei der ist der Deutschland sucht den schmalsten. Und Roat als Hund? Als Hund? Oder der wird noch gepackt, sowieso. Eldo? One day later. Guck mal, er hat mich als Hund gemacht, aber er ist mein Hemmschuh. Nein. Nein. Ja, weil sie das lustig fanden, weil du das lustig findest. Ja, was soll ich denn? Ich kann dich auch gar nicht ernst nehmen. Du hast geschworen, dass du den ins Bett kackst. Sein Bett wird noch geschissen. So, ich muss eine Sache erwähnen. Das ist krank. So, was haben die Bres nicht geholt? Der Mama? Was wiegst du, Mann? 80? Du? 82. Ah, mal schau da. Suppe, Sushi und eine Cola Zero. Tschüss, wie groß sind die Edamame? Du wolltest zwei holen. Diese Chili hier, das ist die zweitschärfste Chili, glaube ich, die ich je gegessen habe. Echt jetzt? Ja. Wenn deine Augen nicht mal drehen. 100%, das. Bruder, es wird scharf sein, aber sicher, ich habe sicher schon schärfere gegessen. Ja, du hast da schon Dings gegessen. Das ist so ein kleines Ding, aber. Ja, scharf auf jeden Fall. Die kommt noch, die kommt noch. Ich muss jetzt schon drehen. Das kleine Ding hat es in sich, wa? Oh, guck mal, die Augen. Aber ich hatte beispielsweise... Ja, Habanero und so und diese Chip und so. Da dreht's, also da schießt ja in den Hirn. Du kommst ja nicht mehr auf dein Leben klar. Wenn ich Mama sagte, dass ich bei Freund schlaf, draußen bleiben mit der Bilas Freundschaft. Diese Fotos wieder machen heute Nacht. Mach es selber, war noch nie ein Läufer. Braucht ihr Euros kein... Nächster Tag. Jordani ist in Berlin. Und wir sind bei Bauhaus, weil wir müssen noch ein paar Sachen für unser Giveaway holen. Checkt es ab, wenn das Video online ist. Ich weiß nicht, ob es noch laufen wird. Ich denke schon. Checkt unser Giveaway ab. Wir haben gerade zwei Places geholt. Jetzt müssen wir noch so Schnuren zu holen für das Bild. Alles drum und dran. Let's go. So, nächster Tag. Es wird auch trainiert. Ich bin gestern auch schon gelaufen, aber konnte ich nicht aufnehmen. Das heißt, heute, ich habe gerade Kraft gemacht, jetzt noch einen Lauftraining von Retter bekommen, so ein Off-Season-Trainingscamp mache ich jetzt, beziehungsweise habe ich schon hinter mir. Das war's mit Training heute, jetzt geht es gleich weiter mit den Jungs, glaube ich mal, aber ich muss auch ein bisschen zeigen, dass ich auch ein bisschen trainiere, das seht ihr sonst bei Insta. Muss ich schon mal hier festhalten, deswegen. Next day, Eldos, Edgardos ist da. Wir gehen jetzt nochmal zum Friseur, beziehungsweise ich muss mich fresh machen für Silvester. Ich glaube, seine Linien werden nochmal nachgezogen. Ja, vielleicht. Bisschen. Nein. Oder Design hinten wird neu. Also ein bisschen nachgezogen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt da. Let's go. Eldos. Zeig mal. Edgardo. Bei den Chefs kurz Fred nachziehen lassen. Ja, Mann, ich auch. Nochmal richtig fresh machen vor Silvester. Ich hab wieder verkauft, diese Gelände. Ja, das habe ich mitgenommen. Von da? Nein, das habe ich mit, aber ich will noch ein Puder so vielleicht. Puder? Ja. So. Für Haare jetzt aber. Genau. Ja. Okay, so, Eldos fertig. Hat nur ein bisschen aufgefrischt, ich bin auch. Seid ihr dumm, Bruder? So, kurzer Abstecher bei meinem Bres. Wir waren gerade in der Nähe. Er hatte so einen kleinen Pancake-Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Wegen dem Mann habe ich Abitur übrigens. Was geht? Der hat mich durch die Schule gecarried. 1-0 Abi, keiner weiß wie. Und macht jetzt hier so ein bisschen sein Ding mit Essen. So vegane Pancakes, bla bla. Hier so eine Dinger. Heute aber leider letzter Tag, sonst hätte ich gesagt, kommt her, oder? Heute ist letzter Tag? Okay. Aber bald Laden in Berlin, so deswegen. Yes, bald Frühstücksladen oder Pancake-Laden, keine Ahnung, werde ich noch sagen. Auf jeden Fall testen wir die Dinger jetzt mit dem Bre. Yeah, ich mache auch Schule. Yeah. So, zeig mal her. Ey, wow, guck mal, so der Stern, so. Danke, Bre. Ich bin schon am Essen, Bruder, schmeckt super, ne? Schmeckt gut? Bravo. Mashallah? Mashallah, Digga. Ellie. Eine Kiwi habe ich bestellt. Für Daniel? Ja, doch. Boah, Digga, da hab ich auch eine Kiwi. Ist die mit Schale? Ja, aber kein Bock, die zu chillen. Mit Schale? Ja. Ich glaube, ich probiere das aber auch mal jetzt aus. Ja, probier mal. Und Spaß, probier mal. Ah, mein Mama!
Also mit dem Mund ist krank. Wie lange ist er da schon drin? Locker eine Woche. Mindestens. Locker. Bruder, erst mal ein bisschen. Probier mal. Nein, Bruder, niemals. Oder guck mal, ob das hart ist. Geht noch, was? Stein, Bruder. Guck mal den. Wieder Banane, nur weil wir bei Sydney sind. Da hat er gerade tschüss. Was er sagt. Was er sagt. Was hat der Ton rausgeholt? Das hat Rod gerade auf Cam gesagt. Ja. Digga, Rod ebenso. Wer will eine Banane? Er guckt direkt Adam an. Ohne Sinn. Der ist Kiwi mit Schale? Ey, soll, ich probier's jetzt mal, weil die es auch essen soll. Also, das wird bestimmt nicht runtertropfen. Das ist Kappa. Wirklich nicht krank außergewöhnlich. Ja, voll normal. Ehrlich? Ja, so. Das aber ist ohne so haarig, ne? Aber ohne ist besser. Der isst so seine Chicken Wings, also das ist respektlos. Digga, da ist die Hälfte noch dran. Also das ist respektlos, das ist richtig respektlos. Ja, cancel mich, okay. Ja. Cancel mich jetzt. Cancel ihn. Vor TikToks Hate, dass er seine Chicken Wings so isst. Meine schwarzen Brüder beleidigen ihn alle. Was? Oh, 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 das, ey, Junge, du stehst doch hier nach. Zieh dir was an. Ab nach hinten mit dir, ich schwör's dir. Ja. Ja, hinten. Nach hinten. Wir gehen jetzt einkaufen für die ganzen Sachen für morgen. Ein paar Snacks und alles drum und dran. Ja. Ich nehme euch ein bisschen mit, was wir wollen. Wir sind jetzt bei der Metro. Der Wichser hat sich 27.000 Mal verfahren. Wir sind, glaube ich, hier 45 Minuten jetzt gerade hingefahren, weil er nicht Auto fahren kann und denkt, er kann ohne Navi. Aber woher dieser Preis? Kennst du nicht diese Candy-Shops von TikTok? Matthias hat sich das Tagesblue Heat Bundle geholt. Bei dem Bundle holt ihr euch 5 Chips und kriegt einen gratis. Rein damit. So. Und weil du so korrekt warst, kriegst du noch die Crunchies Westernzeige. Und weil du noch korrekt warst, kriegst rein du damit. Rein damit. Rein damit. Ausbeute, das gehört alles uns. Ich will den Preis gar nicht jetzt wissen. Wir haben 6 Wegen oder so einen Wagen. Ja, und sind alle rappelvoll. Ich sag, Weltrekord ist das. Die eine, wir wollten uns gerade hier schon anstellen. Die Frau sagt, nee, hier nicht anstellen mit den Wagen und sie müsste eins weitergehen. Was mit meinem Kopf? Digga, guck euch an, was er macht. Wir müssen uns jetzt hier ausladen. Hier ist Feueralarm. Man denkt, wir rauben das Ding hier aus am Kuder. Fahr mal weiter. Er macht hier Warnblinker. Warnblinker, guck mal, er steht. Mach den Warnblinker an. Arme, große, dicke, schwarze Mann. Immer arme, dicke, schwarze Mann. Elders, was hast du ihn gerade gefragt? Ob er denkt, ob er überhaupt reason kann. Was ist die Einschätzung? Ohne Ende. Ohne Ende. Ohne Probleme. Au, Ivo. So ein Idiot. Komm, wir machen zu dritt. Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine ganz dumme Idee. Adam, mach du mal. Ich bin stabil. Ey, gib mir Schulter rein, Schulter. Wir sind jetzt hier wieder bei Sydney mit den Bres. Wir waren gerade ein Workout-Video aufnehmen, Billy und ich zusammen mit Daniel. Hat reingeknallt, aber damit wir mit einem guten Gewissen das neue Jahr starten können. Ja, später werde ich, denke ich, nichts filmen, ist ja klar, aber... Nee, du wirst auch nichts filmen. Nein, werde ich auch nicht. Late private. Aber wir starten mit dem Bres ins neue Jahr rein. Die ganzen sind jetzt schon da. Ich zeige euch jetzt mal einmal hier. Full House wird sein. Digga, was? Oh, Lankato. Keine Hä? Alle weg? Leute, nächster Tag, es ist Neujahr. Das Video neigt sich jetzt dem Ende. Ich will mich noch einmal bei euch allen bedanken für den Support im letzten Jahr. War sehr geil. 2024 wird noch mehr durchgezogen. Dankeschön, frohes neues Jahr an alle. Und das war's auch gleichzeitig mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit den Jungs. Ich denke mal, es war lustig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Es ist wie Spiegel, Leute. Man sieht sich.